Hallo, liebe Deutschlernende. Heute habe ich eine sehr schöne Redewendung für euch. Ja? Die Redewendung lautet: Jemand ist mir ans Herz gewachsen. Ja? Jemand ist mir ans Herz gewachsen. Ja? Ich lerne jemanden kennen, ja, und ich kenne diese Person noch nicht wirklich gut, ja. Und dann lerne ich diese Person ein bisschen näher kennen und dann werden wir Freunde und wir reden viel miteinander und wir haben viele gemeinsame Erlebnisse, wir haben viele tiefe Gespräche, ja, und ich denke mir, ach, wow, das ist jetzt ein sehr, sehr guter Freund, ja, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Freundin. Und dann kann ich sagen, ja, sie ist mir ans Herz gewachsen. Oder er ist mir ans Herz gewachsen. Ja? Unsere Freundschaft ist jetzt sehr innig. Ja? Ich habe sehr viele positive Gefühle zu diesem Menschen. Ja? Und dann kann ich sagen, diese Person ist mir ans Herz gewachsen. Ja, das ist ein sehr schöner Ausdruck. Ja, das ist mein Herz. Ja, hier ist mein Herz. Ja, und mein Herz macht bodum, 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 bodum. Und das Herz assoziieren wir natürlich mit Gefühlen. Ja, Gefühle entstehen zwar im Kopf und das Herz pumpt lediglich Blut durch unseren Körper, aber wir assoziieren das Herz mit Gefühlen. Und wenn ich sage, eine Person ist mir ans Herz gewachsen, ja, dann bedeutet es, dass ich, dass diese Person mir sehr nahe ist, ja. Diese Person ist bei meinem Herzen, ja. Aber wir sagen, die Person ist mir ans Herz gewachsen. Ja, es ist so, als wäre die Person ja hier und hier ist mein Herz und dann ist diese Person hier fest gewachsen. Ja, die Person ist ans Herz gewachsen. Ja, wachsen, ja, heißt also, ich bin klein, ja, und dann ich bin ein Kind, ja, und dann wachse ich. Ich wachse, 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 oh, ich werde immer größer, ja, ich wachse, ja. Aber Dinge können auch aneinander wachsen. Ja, Dinge können aneinander wachsen. Ja. Eine Sache, die du vielleicht noch nicht über mich weißt, ist, dass ich einmal eine Operation hatte an der Nase. Ja. Ich hatte ein Problem mit der Nase, ich hatte eine Operation und hier vorne hat der Chirurg geschnitten, ja, und dann war hier eine Wunde. Da war eine Wunde und dann musste man aufpassen, dass meine Nase nicht zusammenwächst. Ja, musste aufpassen, dass meine Nase nicht zusammenwächst, damit dass ich immer noch gut atmen kann. Ja, warum erzähle ich das? Ich erzähle das, um dir zu vermitteln, was das Wort bedeutet, wachsen. Ja, an etwas wachsen. Ja, also einmal kann ich wachsen. Ja, ich wachse und werde größer. Ja, aber Dinge können auch aneinander wachsen. Ja, meine Nase hätte zum Beispiel zuwachsen können. Ja, die beiden Seiten der Nase, also der Mittelteil und die Seiten, die hätten aneinander wachsen können. Und jetzt zurück zu dem Sprichwort. Ja, er ist mir ans Herz gewachsen. Ja, also praktisch, diese Person ist fest gewachsen. Ja, es ist das Herz und die Person, die sind aneinander gewachsen. Ja, das sind die beiden Bedeutungen von wachsen und das erklärt auch diese Redewendung. Ja, wenn du jemanden hast, der ein sehr guter Freund ist, eine sehr gute Freundin ist, ja, eine Person, mit der du sehr innig bist, dann kannst du zu dieser Person sagen, hey Mensch, du bist mir echt ans Herz gewachsen. Ich hoffe,
du hast etwas Neues gelernt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Gib mir doch einen Daumen und abonniere den Kanal. Und ich freue mich auch immer über deine Spende. AuthenticGermanLearning.com/spenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.